Guten Morgen. Morgens um 8. In voller Frische. Das ist der Daniel. Den gebe ich die Hand. Moin. Guten Tag, wie geht's dir? Guten Tag. Bist du frisch? Na klar. Wo ist der Rest? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Nee, ich wusste, dass ich so lange brauche, dass ich noch kacken gehen kann. Wo sind die geblieben, Mann? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Dicke muss ja wieder komischerweise geholt werden. Ja, irgendwie hat er gesagt, er muss nicht geholt werden, aber so wie ihn doch. Oder er wurde geholt. Daniel, hast du Bock? Total. Hast du Bock? Ich hab Bock. Aber ist meine. Oh, den Witz gemacht, oder? Gute Laune also hier morgens um kurz nach 8 und wir begeben uns heute nach Rostock zur 9. Hanse Challenge. Wir sind volles Team. 5 Leute im Auto. Wir fahren mit einem dicken Todesstern und hoffen wir, dass Mike jetzt gleich mal eintrifft. Klar. Haben wir gerade die Kamera ausgemacht. Wer kommt da um die Ecke? Der Todesstern. Mit Blicker rechts und üdüd. Ja, der Alte, den wir gleich mal dazu befragen werden, warum er so spät ist. Live. Ach. Herr Vader. Erstmal rauchen, ne? Herr Ma- Mike S. Punkt. Warum sind Sie zu spät? Weil der 10 Stunden beim Bäcker war. Beim Bäcker? Ach, muss er wieder was fressen, ja? Christoph, deine Ausrede? Guten Morgen, er war einfach 10 Minuten zu spät. Wie zu spät? Das glaube ich irgendwie nicht. Guten Tag. Doch, er war 10:30 ist da. Mann, was ist los mit euch? Bisschen mehr Elan. Ich war um 6 wach, Alter. Bei mir war genug Elan. Ja, ich sehe schon, du hast die Energy schon wieder am Start, oder was? Damit du genug Power hast nachher, ne? Um den Pokal heute dein eigen nennen zu können, oder? Nö. Wie, nee? Geh wieder so ran wie letztes Mal. Warum? Gucken, was daraus wird. Hä? Immer gewinnen, ne, Mike? Sehr. Mike hat heute Elan. Mike spielt heute nämlich Meteor. Und zwar das Beste der Besten, der Allerbesten. Mike spielt heute Zodiac. Und hat vor, heute damit auch mal was zu reißen, sagt er. Und den Pokal nach Grevesmühlen zu holen. Richtig? Richtig. Richtig. Das ist gut. Wir melden uns gleich von der Autobahn nochmal und dann läuft der Laden, würde ich sagen, nicht? Jawohl, jawohl. Läuft, jawohl. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you like that. Oh, wir sind nochmal angekommen in Rostock beim Esco Catering. Ja, wir waren schnell hier. Alles easy. Und sehen uns dann drinnen wieder. Na Christoph, erstmal Frühstück oder was? Erstmal Frühstück. Und ihr habt immer noch Bock. Jo. Die sind noch nicht mal da. Wie sind die? Die sind nicht weit, die 5 Meter da. Erstmal wichtig geparkt. Ne? Alles klar, wir sehen uns gleich drinnen. Christoph ist bei mir, Christoph. Du spielst heute ABC und rechnest dir natürlich den Turniersieg aus. Ja, wird nice, ne? Wäre nice gegen Metafeld von Zodiac, Eidolon, ja, was wahrscheinlich die Decks to beat sein werden heute, richtig? Definitiv. Hast du Angst vor Mämel? Jein. Was heißt jein? Wenn die Hand stimmt, ist alles in Ordnung. Wenn du first gehst und alles hast. Ja. Er hat nichts. Alles da. Was sagt Daniel dazu? Daniel ist nämlich Mämel-Spieler, der ist auch vor Ort heute hier bei der 9. Hanse Challenge in Rostock. Oh ja. Du spielst Mämel, wie sieht's aus mit ABC? Wenn ABC hat und du nicht, hast du verloren oder? Könnte man so grob sagen, aber. Oder Angst vor ABC hast du nicht, ne? Nö, man kann viel machen eigentlich. Ja, solange er keine Strikes hat. Das ist die Hauptsache. Mit dabei ist auch Susanne. Susanne ist heute als Zuschauerin dabei. Susanne, was hast du für einen Eindruck von den Leuten, die so hier rumschwirren? Einen guten. Einen guten? Wie kommst du darauf? Also nicht mal ich hätte gut gesagt. Hallo? Alles klar. Mike? Susi will nicht weiterreden. Ja, ich merke das schon. Mike, wie geht's dir? Gut. Wie bist du heute gespannt auf das Turnier? Ja, so ist er immer, Susi. Gucken. Wir haben Nico schon drin getroffen, der wird heute judgen, wird also nicht spielen. Das heißt, alle Hoffnungen liegen auf dir. Der Einzige, der von uns Zodiac spielt, hofft natürlich auf den Pokal nach Grevesmühlen. Sicher. Und ja, du bist auch fest überzeugt, dass das möglich ist. Na sicher. Na, wie immer, ne? Das wäre hier. Wovor hast du heute besonders viel Angst? Angst vor gar nichts. Jetzt sagt nicht Burkhard, sondern. Angst halt vor gar nichts. Auch nicht? Und wenn du gegen Norbert spielen musst? Ja, dann. Schmeiß safe ein Timeout. Safe ein Timeout. Ist blöd, oder? Minimum. Ja. Muss man durch. Das denke ich doch auch, ja. Alles klar. Ich befinde mich natürlich auch hier vor Ort. Ich spiele ABC und habe gar keine Erwartung heute eigentlich. Dafür habe ich mir aber moralische Unterstützung von meiner Freundin mitgenommen. Natürlich neben meinem Team.
heute auf der 9. Hanse Challenge in Rostock. Und ja, wir werden nach den, in den nächsten, in den Vorrunden auf jeden Fall zwischendrin mal filmen. Neuerdings Filmverbot leider in der Location, aber wir sind doch nicht doof. Wir können ja von außen filmen und freuen uns natürlich auf ein erfolgreiches Turnier. Bis später. So, Runde 1 ist für uns erstmal gelaufen. Daniel hat 0-2 verloren. 0-2 mit Ehre verloren. Christoph hat 2-0 gewonnen. 2-0? Boah, gegen? Pendel. Du hast verloren gegen? Zodiac. Und ich habe verloren gegen Zodiac, aber mit Inferno. Mike ist gerade noch am Spielen. Ich weiß gar nicht, wie es steht bei ihm, aber sah eben ganz gut aus. Aber er wird es wahrscheinlich ins Timeout retten, sein solides Feld. Alles klar, wir melden uns in der nächsten Runde wieder. So, wir melden uns aus Runde zu, ab nach Runde 2 so rum. Christoph, wie stehst du? 1-1. Warum? Wegen Mike. Mike, warum stehst du 2-0? Wegen Christoph. Beide gewonnen. Ja. Und jetzt, ne? Weiter. Ja. Und Daniel? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Wie stehst du? Weiß ich nicht. Warum? Hab ich vergessen. Was ist passiert? Scheiß Darkhold. Erzähl's der Welt. Was? Der gegen Darkhold verloren oder was? Der verliert ja gegen Darkhold. Schön aufgebaut das Feld. Dann knallt der Darkhold raus, fake clear. Und dann Timeout. Und dann aktivierst instant, kommt eine Leere. Ja. Und schon bist du im Minus. Ist irgendwie ungeil, ne? Ein bisschen. Ja. Ich habe gerade gewonnen gegen Anja und jetzt geht's weiter und ja. Schauen wir mal, was der Tag noch bringt. So, ihr Lieben, es ist die vierte Runde vorbei. Daniel, immer noch weg. Bob, weg. Mike, stehst du? 2-3. Wie 2-2, was passiert? Norbert ist passiert, Alter. Norbert ist mir auch passiert, ja. Wie Eidolon. Ja. Erzähl mal was. Scheiße, das ist kein Land. Wollte ich machen. Warum nicht? Zweimal schlechte Hand. Wie jetzt? Denkst du, der hat keine schlechten Hände? Doch. Ja, wenn vor so. Jetzt hättest du mal was anderes gespielt. Was ist dir passiert, Christoph? Was ist dir passiert? Norbert ist dir passiert. Eidolon ist mir gerade passiert. Aber vorher Norbert. Ja, vorher Norbert. Und du hast jetzt auch gedroppt? Ja, ich hab gedroppt. Warum? Macht keinen Spaß heute. Das ist nicht gut, Alter. Da kackt ihr alle gegen Norbert. Ich hab auch gegen Norbert verkackt, ja. Ich steh jetzt auch 2-2. Aber gegen Norbert kackt. Mach mal. Starkes, nerviges Mach mal. Ich bin doch für euch gegen die Norbert. Erste Runde gewonnen und die anderen beiden Runden habe ich schlechte Hände gehabt. Darf auch nie anfangen. Nee. Da habe ich noch nicht einmal Würfelwurf gewonnen, Alter. Viermal. Pff. Hallo. Kannst du machen, nichts mit so einem Deck, ne, wenn das anfangen will. Aber du bleibst jetzt am Ball und verlierst. Eine Runde geht noch. Zweimal noch gewinnen. Wie eine Runde geht noch. Wenn du gewinnst, hast du trotzdem auf, oder was? Ja, wenn ich, nein, ich will gewinnen, meine Runde. Aber wenn du verlierst, hörst du auf. Ja, dann ist Feierabend für Team gefangen und den Turnier. Nee, ich bin auch noch da. Ja, wenn du verlierst, hörst du auch auf. Ja, hör ich auch auf. Siehst du? Und da haben wir sie wieder, wir haben sie geschafft. Die 9. Hanse Challenge in Rostock ist vorbei. Team GVM hat sich wacker geschlagen. 0-3 Drop, 2-3 Drop, 2-3 Drop und 2-3 Drop. Ja, Erfolg ist was anderes. Erfolg hatte wahrscheinlich heute nur Nico als Judge. Aber ja gut, verlieren gehört dazu. Manchmal hat man kein Glück und manchmal hat man dann noch Pech. Das Leben ist nicht immer schön. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen, Christoph. Richtung? Okay. Meckes! Richtung Meckes, Wismar. Schweinefleisch. Was? Schweine? Du, irgendwann reicht doch, ne? Wir sind noch müde. Wir sind geschafft. Und Diät-Eis von Burkhardt an. Susi gibt's auch noch, genau. Daniel, dein Resümee. Scheiße. Nochmal abschließend. Ja. Daniel spielt ein neues Deck, richtig scheiße. Daniel, wollte ich gerade die Frage stellen. Wirst du bei Mermel bleiben? Ja. Nee? Weil ich warte in die Liste und den gesagt, das Link. Und dann spielst und dann du? Ja, ich hab schon Bock auf Wind Witcher. Hat dir das gefallen mit dem Crystal Ring? Ja. Ich hab noch einen, willst du haben? Jetzt gerade nicht. Alles klar. Und Christoph, wenn ich die gleiche Frage stelle, ich dir natürlich auch. ABC, man hat es heute leider dann doch gemerkt. Letztes Mal noch gut gewesen. Da bin ich noch 4-2 gegangen, du bist 4-1-2 oder so gegangen. Nee, kann gar nicht sein. Ich bin 1-3 und irgendwie so. Ja. Scheiße, hat nicht gepasst. Woran lag's? Scheiß Hände, kenn ich. Nie aus dem Spiel rausgekommen, ja. Beziehungsweise rein überhaupt. Ja. Gar nicht mitspielen. Ja. Und was wirst du in Zukunft spielen? ABC wirst du wahrscheinlich, ne? Du wirst ABC weghauen jetzt, ne? Das werde ich jetzt weghauen, ja. Kommt, Essential Kaiju. Mike, wenn du gerade hier so angeschlichen kommst. Ja, was, Taube. Erzähl mal. Was? Ja, woran lag es, dass du heute tatsächlich gedroppt hast? Ich hatte mein Deck nicht, ich hab zu wenig. Dein eigenes Deck. Ich hatte mein Deck nicht, ich hab zu wenig Glück. Bedeutet, dass du wirst, doch mal stehen, bedeutet, dass du wirst bei dem Deck bleiben? Ja. Ja, also dürfen wir denn in Zukunft noch weitere Metal Force, Young Sea, wollte ich schon sagen, Metal Force
Zodiac sehen, genau. Jawohl. Du wirst auch nichts weiter ändern weißt an der du, was Geschichte. Ich dir schon empfehlen kann, wenn du das noch spielst. Teamchef selber? Achso, ich habe auch ABC gespielt. Genau, ich muss mich auch mal filmen. Ich will... ja. Warte. Ich helfe dir. Habe ich auch ABC gespielt und auch 2-3 drauf, da ging irgendwie nichts. Letztes Mal lief es noch, nächste Woche ist Prag. Ja, da zweifelt man natürlich schon, ob man das nochmal machen möchte. Allerdings der Cutman und ich mag ABC eigentlich ganz gerne, weil es eben schön einfach ist, aber naja, ein Schlimmeres wird dann wahrscheinlich irgendwie umswitchen. Ich hoffe Dark World mit Link. Ja, wir bedanken uns natürlich bei den Rossbockern, war wie immer schön und sehen uns das nächste Mal. Ciao.